das gewesen sein fürs erste, oder? Ne, das ist ja auch nochmal Kupfer. So, verbinden wir den ganzen Shit mal eben. Da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch die Fördermattanlage zur Versorgung. Ja, ist Strom überall drauf? Ja. Okay, mit der. Dann, mit dem Bau ging es jetzt echt schnell. Ja. So, fertig, ne? Förderwand. So, mal gucken, wie wir das jetzt hier hochgezogen kriegen, ne? Das ist ja bis jetzt nur eine Etage unter uns. Das sollte, das wenn stimmt, möglich, ja, die anderen Bänder nicht überschneiden. So, wir müssen hier auf jeden Fall schon. Hier müssen wir auf jeden Fall ran. Ja, lass erstmal hier vorne gucken. Die Decke muss weg, oder? Warte mal. Ich speichere übrigens mal vielleicht, ne? Moment. Ich habe zuletzt gespeichert vor über 2 Stunden, ne? Jetzt kannst du speichern. So, wir sind bei 13,5 Stunden. Ah, geil. So, vielleicht haben wir Glück und das passt mit der Decke. Das wird neben dem funktionieren. Probier mal. Nein, ich bin zu steil. Das ist jetzt auch die falsche ausgewählt. Ja, okay, passt nicht. Ja, mit der Decke wird das dann jetzt ein bisschen problematisch. Soll ich abreißen? Das wird nicht viel helfen. Doch, dann könnten wir nach hier drüben gehen. Doch, ja, unter mir ist ja schon der Eingang. Hey. Mach das mal weg. Probier mal. Nur den über mir. Genau. Guck mal, ob das hier auf die Plattform geht. Ich weiß es nicht. Oder warte mal kurz. Ist zu steil. Ich weiß, ich hab eine Idee. Die beiden Plattformen, auf denen du jetzt stehst, mach mal die jetzt unter mir weg, die hier. Du bist also unter mir, ich hab über dir, meinte ich. Genau die. Genau die, die jetzt stehst. Mach die mal weg. Ja. Und dann so hochziehen, ja, das würde gehen, ja. Ich weiß, es gibt jetzt Probleme mit den Ecken. Das Äußerste könntest du, glaube ich, verbinden. Genau, das verbindet die mal hier. Von der Seite, wo ich jetzt bin? Oh, warte. Ja. Ne, ist zu steil. Okay. Ne, du musst hier eigentlich nur so rumführen und dann hier zu mir hoch. Ja, wieso hoch? Hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Hier, guck mal, hier ist der Eingang. Ja. Und hier will ich in die Richtung weiter. Wir müssen hier drüber weg. Ja, oder du führst sie so geschlängelt zu mir hier hoch. Wieso hoch? Achso, ja, von oben. Ja, das habe ich auch vorne. Das Problem ist, ich muss ja die schon hier in der Kurve runterkriegen. Musste 3. Ja. Ich muss ja hier schon. Kannst du die verbinden? Ja, ne? Von mir? Nein. Hier? Ich will ja runter. Ja, warum geht das nicht? Was ist das Problem? Da hinten geht nicht. Das geht verbunden, ne? Die innenliegenden Ecken hier. Das geht. Okay. Ich sehe schon, wir müssen das Logistiklager nach hinten ein bisschen weiter ausbauen. Verstehen wir aber nicht genau, warum du da eine Kurve haben willst. Das geht, perfekt. Wir müssen ja runter. Ne, was ich halt meinte, ne? Du hättest das so rumführen können. Siehst du? So hier rüber und dann hoch zu mir. Achso, dass wir die hier unten quasi überkreuzen. Ja, so eine Schlange, genau. Und dann kommen sie hier zu mir, hier wo ich jetzt stehe, hoch und dann gehen wir hier drüber. Du willst noch weiter da hinten rüber, das hätte ich eher nicht gemacht. Ich hätte eher geguckt, dass wir hier vorne alles kreuzen, in dem Bereich. Wo ich jetzt hier rumrenne. Aber so ist es eigentlich schon okay, wie wir das jetzt hier haben. Na, mäßig auch. So, die hier noch setzen. Das hier wird jetzt ein bisschen schwieriger. Fundament.
jetzt? Ach ja, hier. Nein. Drei. Ich denke mal, das wird nicht so schön jetzt aussehen, wenn wir das jetzt direkt verbinden. Ich muss mir noch Ressourcen holen. Ja. So, die drei. Drei, so. Ne, vier. Ne, fünf. So. Ist auch doof. Der muss weg. Oh, okay. Hier muss der nochmal hin. Und den brauchen wir da nochmal. So. Dann müsste jetzt der hier eigentlich. Kann ich ihn direkt verbinden? Ja. So, dann den einmal zur Verbindung. Hier hinten dasselbe jetzt nochmal auf die Ebene. So, den noch daran. Hoch und hoch. Verwenden. Nein. Du musst daran. Du musst daran. So, das haben wir jetzt. Ach, jetzt komme ich hier selber nicht mehr rum. Was war mit Förderband? Jetzt habe ich die Meldung oder was nicht gelesen. Ich habe nichts gesehen. Laufen ja da richtig. Hier unten ja. Da auch. Okay, jetzt muss ich nur noch die Kurve hier oben gut hinbekommen. Genau. So. Den Anschluss kann ich mal setzen. Den auch. Aber der muss jetzt. Die Lücken weiß ich jetzt, wodurch die zustande kommen, ne? Okay. Wenn du irgendwo was abbaust oder sich das staut kurz, dann sind die Lücken weg, weißt du? Okay. Das hatten wir wahrscheinlich vorhin bei Kalkstein irgendwo mal, ich weiß aber nicht wo. Kriegst du dich verbunden da oben jetzt schön sauber? Ja, von hier drüben gerade irgendwie nicht, Moment. Ich komm hier gar nicht mehr durch in diesem Dschungel, den ich hier unten habe. Ja, warte, kann den machen. Mach schon. So. Jetzt muss ich noch irgendwie da hochkommen. Nehmen wir den Weg. Hi. Hi. So. Da, hier nochmal. Nicht genügend Freiraum. Warum? Achso. Ja, ich sehe es. Ah. Nein, der Strom ist weg. Warte mit dem Strom noch. Dann machst du den, wenn ich habe die Förderanlage gerade aufgewählt. Jetzt aber. Perfekt. Komm ich nicht durch. Bin so fit dafür. 2, 3, so, dann hier nochmal. Ach, hier ist ja schon die erste Anlage. Schön. Bevor du da. Geht das so? Bei dem geht das tatsächlich schon. Die Anlage, die nicht produziert, oder? Doch, die produziert. Okay. So, den haben wir auch dann. Den schon mal eins höher gesetzt. Und
auch nochmal eins mehr. So, hier muss ich jetzt aber noch eine Kurve bauen. Ja, merke ich auch. So, passt das jetzt? Ja. Ja. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, doch. So, das könnte eventuell hin. Ne, das ist eins zu weit. Hä? Warte mal. Ist da ein Pfeil da bei dir? Ja. Setz den nochmal kurz. Hab abgebaut. Ich glaube, der war doch richtig. Ich habe kein Material mehr. Wohin? Eins zurück. Noch eins zurück. Ja, und dann eins hoch. So? Ja, das müsste eigentlich passen. Ja, schön. Gut, haben wir da auch. Die ist, Anlage ist nicht unter Strom, ne? Hier die hinten, oder? Ja. Sind alle verbunden. Ja. Hä, doch klar. Ich hab nichts gesagt, ne? So, also haben wir unsere Hauptressourcen jetzt wieder erfolgreich geregelt. Der nächste Meilenstein ist Kohle. Oh Gott. Moment kurz. Oh Gott. So. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass bei mir Abendessenszeit ist. Was? Es ist aber erst 21 Uhr. Es ist für dich da noch viel zu früh. Ja, und wir ja auch nach Kupfer sowieso eine Pause machen wollten. Ja. Das wäre vielleicht gerade sehr angebracht. Schauen wir das mal gerade an, wie weit hier nur unser System ist. Was unser bis jetziges System ist, wie wir hatten. Der Altbestand. Und ich kann sagen, dass die erste Maschine erfolgreich abgerissen werden kann. So, das ist weg. Was ist hier mit dem Lager und mit unserem Kupferkechen? Da ist immer noch genügend drin. Scheiße. Theoretisch hätte ich es da lassen können, hätten wir das nochmal splitten können. Ach, egal. Ist egal, lass mal einfach mal durchlaufen. Ne? Beziehungsweise. Wir könnten es aufs dritte Band. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist jetzt halt nur ein bisschen blöd gemacht hier hinten. Ne? Egal, irgendwann ist das ja leer. Machen wir das mal gerade so. Einfach nur so provisorisch. So, ich trenne mal hier eine Verbindung, die du bitte jetzt schnell erneuerst. Aber warte, ich mach schon. Ja. So, den Rest noch stehen lassen, der muss ja noch leer laufen. Nee, ich hab's gesehen, ist noch voll. Gut. Bomber. Kann ich jetzt nur noch hier schnell. Warte, den Rest Kupfer da reinschmeißen, jetzt bin ich zufrieden. Boah, die Lagersysteme sind ja komplett voll, die beiden. Ja, ich weiß nicht, wie ich aufgesammelt hab. Das reicht ja für die nächsten 10 Jahre. Naja, gut. Oh Gott. Ah, das heißt, der nächste Schritt ist Kohle. Kohle. Da würde ich sogar vorschlagen, wenn du magst, dass du dich darum kümmern. Dann gucke ich, dass ich mal ein bisschen die Fabrikhalle fertig kriege. Zumindest die Unteretage. Und erweitern, ja. Dass man da mal ein paar Wände und so reinzieht. Das Ding ist, damit wir jetzt mit Kohle und Eisen weitermachen, sprich für Stahl, brauchen wir sowieso eine neue Etage, ne? Ja. Das heißt, wir müssen so oder so gucken, dass wir da mal mit der Halle fertig werden. Scheiße. Ja. Und dann ist ja noch die Überlegung, wie. Ja. Dieser Wiederschuck auf toll. Wie verkabeln wir den Rest weiter? Mit den Förderbandanlagen. Ja, gut. Ich würde sagen, also erstmal schauen wir uns die Fabrik an und optimieren die noch. Wegen Erweiterung für Kohle, Stahl und so. Ja.
Danach verlegen wir das und in der Zeit, wo ich anfange mit Kohle, kannst du dich drum kümmern um die Wände. Okay. Da ich jetzt Schluck drauf habe, ist das jetzt eh der richtige Zeitpunkt, um die Aufnahme zu pausieren. Das heißt, in der nächsten Session geht's weiter. Scheiße. Also, bitte nochmal speichern. Mach ich. Und dann bis zur nächsten Session. Ciao. Komm einfach mal mit, ich zeige dir mal ein paar Dinge. Nein, wir gucken nicht darüber. Wir gucken einfach nicht dort drüben hin. Nein. Nee. Also bleib einfach mal bei mir. Komm mal mit. Als allererstes, willkommen zu einer weiteren Session, kurze Session allerdings, Satisfactory. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, ist es möglich, dass hier einiges asynchron ist. Ich habe nämlich jetzt zu dieser Aufnahmesession, beziehungsweise zum Ende der letzten Aufnahmesession, habe ich die allererste Folge mal geschnitten. Und ich musste 40 Schnitte in der Audiospur nachsetzen, weil die alle sowas von scheiße waren. Weil das war so asynchron alles. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Hallo? Lager hinter dir, schau mal rein. Ich schau mir jetzt mal. Alle drei sind leer, das heißt, kümmern wir uns gleich drum, noch nicht hin. Komm mal mit. Wieso ist das alles leer? Durchgelaufen, während ich vielleicht mal auf dieser Welt schon war. Ja, da ich weiß, wie viel da drin ist und weiß, wie lange das dauert, wie viele Stunden das hier warten. 15 Stunden. Waren wir gestern nicht noch bei 10? Ich meine bei 13. Ich habe ein bisschen weitergemacht. 2 Stunden später. Ja, komm einfach mal mit. Oh Mann, ey. Wo bist du? Ah, da. So, ich habe auch hier was gefixt eigentlich. Läuft das jetzt? Warte mal. Achso, das läuft jetzt nicht mehr. Ah, ist egal. Na, warte mal. So. Die Produktion meinst du oben, ne? Ja, das stimmt. Also da hatten wir irgendein Band nicht richtig angeschlossen. Ich habe im Moment erstmal das hier abgerissen. Moment mal, warum leuchtet die ab und zu gelb? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich... Oder ist das ein Bearbeitungsprozess? Hoffen wir mal, das ist ein Bearbeitungsprozess. Ja, du hast weitergemacht? Ja, weil da ja noch kurze Lücke ist. Hey, guck mal hier. Deswegen. Wir haben Licht. Nee, ich habe das hier erstmal umgebaut, siehst du das? Ja. Das heißt, wir können halt hier hoch und dann auf dem Pad landen. Oh oh. Okay. Also, ich hoffe. Ich dachte, es geht jetzt auf das nächste. Warte mal. Pass auf, was du machst. Oh Gott. Flatsch. Kommst du wieder? Bin da. Also. Ich dachte mir, also beim Aufzug müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Also immer so treppenweise hin und her. Ja, aber dann, ich weiß nicht, wie das mit den Landing... müssen wir mal schauen. Ist jetzt nicht so wichtig, deswegen habe ich hinten erstmal abgerissen. Kommen wir ins Treppenhaus weiter. Einmal habe ich nur den Anfang gemacht für die nächste Etage. Aber noch ohne Rahmen hier. Ich merk's. Sehr langsam, ne? Okay, hier oben ist alles. Also mehr habe ich hier noch nicht gemacht. Wir können hier auch runterspringen, hier kriegen wir keinen Schaden. Also. Die Förderbandproduktion stockt. Kupfer. Ja, müssen wir alles noch optimieren. Komm mal runter. Was mir aufgefallen ist, erstmal ein Problem, bevor ich eingehe, was ich noch gemacht habe. Ja. Wo kann ich das am besten zeigen? Wir gehen eine Etage runter, da kann man es besser sehen. Nein. nichts passiert. So. Hier, hi. Setz mal hier eine Wand hoch. Setz, als ob du hier die Wände zumachst gerade. Einmal nach oben. Wände. Dann fällt dir was auf. Die Wand wollten wir nehmen. Ist scheißegal, welche Wände. Nö. Setz sie mal einmal hoch auf. Fällt dir was auf? Von der Höhe. Ja, ich weiß, das kann man auch so machen, aber es ist halt nicht optimal, ne? Oder? Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte darunter legen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja.
hast. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse. Ich glaub nicht! Oh mein Gott!